altgebackenen ungarischen Meister Ferencváros Budapest. Kahn. Diese Faustabwehr, das hat er unter anderem gestern intensiv trainiert mit Sepp Maier. Dass er unter Bedrängnis nicht fangen muss. Wieder Torkelle gegen Wörns, dieses Mal ist er drin. Und das ist vollkommen verdient für Ungarn. Und die Stimmung im Fritz-Walter-Stadion kippt. Wörns nicht nah genug bei Torkelle. Und der macht das richtig gut. Das war schon sein dritter Torschuss in der Partie. Die deutsche Mannschaft hat noch nicht einmal auf den Kasten von Gábor Kiray geschossen. Und da ist Kahn kein Vorwurf zu machen. Der war klasse ins lange Eck platziert. Lothar Matthäus hatte es angekündigt. Wir werden uns nicht verstecken. Wir werden uns nicht abschlachten lassen. Celeci war bei ihm. Der weiter Gegenangriff. Gera und wieder Torkelle gegen Kahn. 0:2. 31. Spielminute. Kann mich mal jemand kneifen? Haben wir wirklich das Jahr 2004? Oder hat hier jemand die Zeitmaschine angestellt? Und wir sind wieder im Jahr 54. So, hier sehen wir es nochmal. Ich glaube, das war kein Elfmeter. Keine elfmeterwürdige Aktion von Celeci. Dann Leandro. Gera. Mit toller Übersicht. Und Hinkel viel zu weit weg von Torkelle. Und das ist ja ein richtiger Knipser. Lässt Oliver Kahn zum zweiten Mal keine Chance. Noch einmal die Aktion. Celeci gegen Ballack. Der hat da zwar leicht die Hand am Trikot, aber ich glaube, die Ursache, dass Ballack fiel,